Ah, leck. Jetzt hört es auf. Ich ignoriere das jetzt einfach und spiel einfach getrost weiter. Alle, wer ist ein Feind? Der ist ein Feind. Von der Pro, der auch, der auch. Hey du! Ich mag keine Panzer, deswegen spreng ich sie. Ui, eine Artillerie. Yeah, jetzt bin ich hier am Steuer mit meinem Raketenwerfer. Okay, das war eine Verschwendung, ich weiß. Ziel unterhalb. Okay, ich bin da, was jetzt? Ich weiß, man muss nicht ab sein, glaube ich. Jui! Seit wann kann sowas töten? Wenn man da einfach drauf jumpt kurz, stirbt man doch nicht. Es sei denn, das ist extrem heiß, dann ja. Seil dich bitte schneller ab. Ja, da! Jesus! Was sagt man mir erst jetzt? Befindet sich einen halben Kilometer südwestlich. Dort müssen Sie die Abbruchcodes hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Yes, geh mit den Amis zur Sicherheitszentrale. Soap, Griggs und ich gehen zur Startkontrolle. Verstanden. Kommando, was sind die schlechten Nachrichten? Wir versuchen noch immer, die Abbruchcodes zu bekommen. Over. Zum Teufel damit, wir geben unser bestes Ende. Kriegsspiele, Tag 6. Wir machen kurz eine Aufnahmepause, bis dann. Ciao. Ich wollte es nur schauen, ob es aufgenommen wurde wieder, weil, wisst ihr. Nein, muss ich immer mit ihr ansprechen, ne? Weil ihr das ja anschaut, nicht du oder so. Wenn ihr versteht. Keine Ahnung. Deutsch ist irgendwie eine komische Sprache. Sie haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt. Over. Verstanden, Yankee 6. Probiert euch mit Team 2 und helft ihnen, die Kontrolle über die Basis zu erlangen. Over. Verstanden, Sir. Wir ziehen uns zurück und schließen uns mit Team 2. Hitler war hier. Yankee 6, Ende. Glaube ich zumindest. Warte, ich leg dich mal zu euch. Duscht, das habe ich mir jetzt verdient. Mit meinen zwei besten Freunden. Ach, was gibt's Besseres? Okay, ich bin sauber. Tschüss, Leute. Wir sehen uns.
Captain Price, wir senden Ihrem Team die Abbruchcodes, die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch 15 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Verstanden. Rosyjskie wojska wstupili w bazę na Abruch. Podrażenie, nieobrażenie, kein Wort, bitte. Zählt doch mal nach, wie oft ich durch Granaten gekillt werde. Ja, Fräulein, ich hab die Granate geschmissen. Alter, was ist los mit euch? Ich bin ein einzelner Mann. Oh Mann. Momentan habe ich noch 80 GB Speicherplatz frei und jede Aufnahme verbraucht eine Minute, glaube ich, 1 GB oder so, vielleicht auch länger. Oder 3, weiß nicht genau. Ja, nur damit ihr wisst, wie lange ich noch ungefähr am Stück aufnehmen kann. Aber das müsst euch nicht interessieren, weil das Let's Play wahrscheinlich fertig ist, wenn ihr das anschaut. Du lebst noch! Jetzt aber nicht mehr. Ach, das wollte ich schon lang machen. In einem Raum eine Granate schmeißen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen uns sputen. Ach was, 13 Minuten ist eine lange Zeit. Ein Part haben wir noch Zeit. Wenn ich jetzt schneide, dann seht ihr es, wann ich geschnitten habe, aufgrund der Zeit, die hier jetzt erläuft. Ach, du lebst noch. Ja, jetzt nicht mehr. Er war noch zu jung, um zu sterben, aber naja. Kommt der jetzt her? Was war das jetzt? Ich muss vorsichtiger sein. Das ist eine Basis. Hier sind in jeder Ecke Feinde. Ah! Wisst ihr was? Zack! Nichts da aus dem Hinterhalt. Muss ich echt aufpassen. Ich nehme mir eine andere Waffe. Ich nehme mal die hier. Die ist scheiße, nehme ich mal die hier. Die hat man schon. Die haben alle AKs, typisch Russ. Russisch?
Was? Durch was bin ich jetzt denn gestorben? Oh Mann. Sir, was ist da los? Was sagen die? Sie haben einen verdammten Countdown gestartet. Sakai startet die übrigen Raketen. Weiter jetzt. Bitte, ich will ein Autosave. Hier liegen aber viele Waffen rum. Kann es sein, dass wir hier schon mal waren? Und ich jetzt zurückgehe. Ich glaube schon. Hier sind gar keine Feinde. Also gut, ich laufe nochmal zurück. Meine Fresse. So. Und jetzt hier entlang nehme ich an. Oder? Oder ist das wieder falsch? Hey Leute, könnt ihr mir sagen, wo es weitergeht? Ich kenne mich hier nicht aus. Hier geht's weiter. Sag doch, dass du da bist. Und du. Und du. Ist ja noch einer. Und. Hier ist in jeder Ecke ein Feind. Naja, jetzt haben wir immerhin die Zeit wieder, die wir fürs Hochlaufen verschwendet haben. Ich mach's jetzt ganz vorsichtig. Zu vorsichtig mach ich das jetzt. Übertrieben vorsichtig mach ich das jetzt. Genau. Oh. Hier bin ich schon mal gestorben, ne? Ihr erinnert euch. Okay, jetzt bin ich weg von diesem Schuss da. Von diesem Schussfeuer. Tschüss, tschüss, tschüss. Ist da noch einer von euch Aussies? Nein. Okay, wäre ich gesichert? Gehen wir mal hier lang. Okay, der Bereich ist auch sicher. Wow! Alter Schwede, ist das krass. Captain Price, Gas hier. Wir haben die Sicherheitszentrale der Basis übernommen. Wie ist der Status? Over. Team 2, wir sind in Position. Öffnet die Außentür zur Startkontrolle. Verstanden, wir sind dabei. Bereithalten, wir haben es gleich. Da wird geschossen, glaube ich. In jeder Sekunde. Die Türen sind jetzt aktiviert. In jeder Sekunde. Hä? Ja, das ist die Tür, oder? Ja. Mann, was für ein Mist! Gas, geht das nicht ein bisschen schneller? Negativ, Sir. Aber wie wäre es mit ein bisschen ziehen, wenn das Spaß macht? Alter Frechdachs. Nö, geht nicht. Zeitlupe. Nein, die können wir als Deckung verwenden. Okay, jetzt aufpassen. Hier sind wieder Feinde in der Nähe. Manne! Jack, Panasum! Arme Kup! Hammer! Kunabsine! Xekapita! Warum? YouTube! Hier geht's lang. Nein, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Geil! Sackgasse! Team 3 in Position an der Südostseite des Starts und Hollraums. In Bereitschaft. Hey du!